So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zum Marvel Champions Heldenpack Spider. Frisch aus dem Multiversum in die Spieleläden ist dieser Held und er funktioniert ein bisschen anders, als wir das normalerweise von Marvel Champions Helden kennen. Und zwar haben wir hier Penny Parker, ne, einfach so eine Alternativversion zu Peter Parker, die Alter Ego-Seite. Und wenn man die umdreht, erwartet man ja normalerweise den Helden, den haben wir hier nicht. Hier haben wir dann einfach so eine Upgrade-Karte. Dieser Held besteht nämlich immer aus zwei Karten, die auch nur im Doppelpack funktionieren. Das heißt, wir haben hier einmal die Alter-Ego-Karte und die Heldenkarte. Die sind aber nie gleichzeitig aktiv. Wenn ich, wie am Start, auf der Penny-Parker-Seite bin, dann drehe ich das hier auf diese Anzugsseite, die noch inaktiv ist. Dann kann ich jetzt hier auch ihre Spezialfähigkeit benutzen, den Anzug erschöpfen, um zwei Karten zu ziehen. Was wichtig ist, weil, ne, ihr seht das hier, Handkarten mit 4. Ich glaube, viel kleiner gab es das bei keinem anderen Alter Ego und das bringt auch ganz interessante Einschränkungen mit sich. Normalerweise ist der Kniff ja immer, dass wir viele tolle Karten haben, die wir alle ausspielen wollen und womit wir auch bezahlen müssen und uns da entscheiden müssen. Jetzt muss man auch teilweise mit Karten, die man schon ausgespielt hat, bezahlen. Die bleiben dann zwar liegen, man kann sie aber nicht benutzen. Na, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne in die Heldenform wechseln, dann würde ich eben diese beiden Karten umdrehen und könnte jetzt dann eben die Heldenfähigkeiten benutzen. Warum das wichtig ist, sehen wir jetzt auch gleich hier bei der Fähigkeit. Ihr habt mir schon gesehen hier, einfach einen Erholungswert von 4 und die Möglichkeit, zwei Karten zu ziehen. Hier, wenn sie halt quasi der Pilot von diesem Spider-Anzug ist, das ist ein bisschen Iron Man-mäßig, dass sie da halt eben drin sitzt. Hier normale Werte, 2, 2, 2. Aber als Fähigkeit, Sinkverhältnis, sie kann halt eine Interface-Karte, wie zum Beispiel auch diese Pilotenkarte, erschöpfen. Dann kann man die normale Funktion, die draufsteht, nicht mehr benutzen. Hier steht keine Funktion drauf, es gibt aber noch andere Interface-Karten und generiert damit eine Ressource. Das hier ist eine Joker-Ressource, das heißt, obwohl ihr so ein geringes Handkartenlimit habt, habt ihr immer mehr Ressourcen zur Verfügung, als ihr Handkarten habt und das kann man natürlich im Spielverlauf noch ausbauen. Es gibt hier nämlich noch andere Karten. Wir haben hier zum Beispiel als Interface die Speed-Metal-Legierung. Da bekommt man einfach, wenn man die Karte draußen hat, sobald man sich mit dem Spider-Anzug gegen einen Angriff verteidigt, plus 2 Verteidigung. Das gibt es dann eben auch nochmal mit plus 2 Angriff oder hier dann eben auch nochmal mit plus 2 Widerstand. Und das sind alles Interface-Karten. Das heißt, wenn ich die alle ausgespielt habe und ich befinde mich auf der Seite hier, dann kann ich das hier halt immer benutzen. Erschöpfe ein Interface-Upgrade unter deiner Kontrolle, erzeuge die Ressourcen jenen Upgrades. Das heißt, wenn ich die jetzt nicht benutzen will oder wenn ich weiß, okay, in dieser Runde möchte ich gerne angreifen, die beiden Fähigkeiten hier werde ich nicht benutzen, dann kann ich halt sagen, okay, die erschöpfe ich jetzt und die erschöpfe ich auch. Dann habe ich jetzt hier diese beiden Ressourcen generiert und kann die halt benutzen, um andere von meinen Handkarten auszuspielen. Wenn ich weiß, ich will die alle nicht benutzen, dann könnte ich halt die erschöpfen und die hier kann ich eh erschöpfen. Das heißt, ich könnte damit jetzt eben einfach 4 Ressourcen generieren. Das ist natürlich schon mal ganz toll. Ich möchte vielleicht aber auch die anderen Fähigkeiten nutzen. Es gibt nämlich durchaus Möglichkeiten, wie man hier in diesem Deck also den Helden auch mehrfach benutzen kann. Zum Beispiel mit noch einer Interface-Karte, die es gibt. Die kann man eben erschöpfen, um den Spider-Anzug, also eben diese Karte, mit der ich halt Widerstand leisten kann, angreifen kann oder verteidigen kann, wieder spielbereit machen kann. Das ist also ganz gut, wenn ich mich vorher entschieden habe zu verteidigen, kann ich jetzt sagen, okay, ich erschöpfe das hier, mache den wieder ready und kann jetzt nochmal Widerstand leisten oder angreifen. Das ist also echt gut, diese Karte halt mehrfach benutzen zu können, gerade wenn man dann eben auch diese Buffs, die es dafür gibt, draußen hat, dann wird das eben einfach noch mächtiger. So, da wir immer ein bisschen lau an Karten sind, gibt es hier die Tante May und Onkel Ben Karte. Die kann man einfach erschöpfen, darf die obersten beiden Karten seines Decks ablegen. Und wenn man ein alter Ego-Gestalt ist, dürfte man sogar 3 ablegen. Und wenn man dann so Spider-Karten findet, dann nimmt man die auf die Hand. Sprich, alle Karten mit dem Symbol hier kriegt man direkt auf die Hand. Die anderen Karten hier eben nicht. Das heißt, man ist natürlich ein bisschen schneller durch sein Deck durch. Aber weil man eben so wenig Handkarten ständig hat, ist das hier auf jeden Fall eine super Option. Ich zoome hier nochmal ein bisschen näher ran. Dann habe ich natürlich auch Karten im Deck, womit man was gegen Widerstand machen kann. Die Karte gibt es einfach 2-mal. Und zwar ist das der schnelle Einsatz. Da kann man einfach 3 Bedrohungen von einem Plan entfernen. Und wenn man dann eben diese Sync-Fähigkeit genutzt hat, das heißt, wenn man ein Interface erschöpft hat, und das reicht auch, wenn es 1 ist, dann kann man quasi auch noch 3 Bedrohungen von einem Plan entfernen. Das heißt, ich kann hiermit 6 Bedrohungen von einem Plan nehmen. Ich kann aber auch 3 Bedrohungen von einem Plan entfernen und 3 Bedrohungen vom anderen Plan.
Das ist auf jeden Fall super gut, wenn man halt schnell Bedrohung loswerden muss. Natürlich gibt es auch hier wieder so eine Heavy-Hitter-Karte, und zwar das Fangnetz haben wir zweimal. Ne, auch da macht man 5 Schaden, was auf jeden Fall schon mal echt gut und viel ist. Und auch da gilt, wenn man halt auch hier eine Ressource hat, die man mit dieser speziellen Anzugfähigkeit, wo ich halt ein Interface erschöpfe, um es in dieser Runde nicht mehr benutzen zu können, bezahlt hat, dann ist der Gegner auch noch betäubt. Das ist also natürlich auch super gut. Um das ein bisschen flexibler handhaben zu können, gibt es hier diese Spider-Einsatzzentrale. Da kann ich einfach diese Zentrale erschöpfen und ein Interface-Upgrade, um eine Karte zu ziehen. Das heißt, wenn ich vielleicht die Ressourcen gar nicht alle nutze, die ich damit generieren kann, dann kann ich jetzt sagen, okay, ich erschöpfe die Karte und eine andere Interface-Karte, um mir mehr Karten zu holen. Alternativ kann ich aber auch diese Zentrale hier eben aktivieren, das heißt, die erschöpfen, lege irgendeine Karte von meiner Hand weg und darf eine Interface-Karte, die ich schon erschöpft habe, wieder spielbereit machen. Das ist natürlich auch echt gut, um zum Beispiel noch mehr Ressourcen zu generieren. Das heißt, obwohl ich wenig Handkarten habe, habe ich, wenn ich einigermaßen aufgebaut bin, gar nicht so Probleme, an Ressourcen zu kommen. Aber ich habe dann natürlich nicht so viele Handkarten, für die ich die ausgeben kann. So, dann gibt es auch eine sehr mächtige Karte, die ist auch gleich dreimal im Deck. Alle Systeme bereit und die sorgt einfach dafür, dass man sich aussuchen kann, ob man entweder jedes Interface-Upgrade wieder spielbereit machen möchte, das heißt, man kann doppelt so viele Ressourcen generieren oder deren Fähigkeit einfach nochmal nutzen, oder man kann sein Deck und seinen Ablagestapel nach einem Interface-Upgrade durchsuchen und es auf die Hand nehmen und muss danach sein Kartendeck mischen, also auch eine super Karte, die man in vielen Fällen benutzen kann. Hier eine Karte, die eher ein bisschen situativ ist, das Ausstiegsprotokoll, ne? Wenn ich gerade im Anzug stecke und es geht mir nicht mehr so gut, ich habe vielleicht nur noch 1 oder 2 Leben, dann kann ich die Karte hier eben aktivieren, muss jedes Interface-Upgrade ablegen, bin also nackt, muss mich komplett wieder neu aufbauen, aber ich gehe wieder auf 6 Lebenspunkte hoch und gehe auf die alte Ego-Seite, bekomme C, bin also erstmal ein bisschen geschützt. Und dann die letzte Karte aus dem reinen Spider-Deck, ne? Die speziellen Heldenkarten, ist auch gleichzeitig eine der mächtigsten, aber auch wieder ein bisschen situativ, und zwar hier diese Venom-Variante. Die hat erstmal nur einen Widerstand und einen Angriff. Für 4 würde man das natürlich nie aufspielen, auch wenn sie 3 Leben hat. Das kann manchmal schon ganz gut sein, aber auch hier gilt eben wieder, wenn ich jetzt hier viele Interface-Karten habe, die ich erschöpfe, um damit eben die Ressourcen hierfür zu bezahlen, dann gucke ich einfach, wie viele von diesen Karten habe ich erschöpft, um damit die Kosten zu bezahlen. So viele Marker lege ich dann da drauf und so viel bekommt sie dann eben zusätzlich an Widerstand oder Angriffsfähigkeit. Und damit kann man halt richtig viel Damage da drauf machen. Es gibt ja hier 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Interface-Karten. Das heißt, das sind also krasse Werte, die man damit erreichen kann. Aber da gilt natürlich auch, bekomme ich diese Karte früh im Spiel auf der Hand, wo ich vielleicht noch gar nicht so viele Karten ausgespielt habe, weil ich immer nur so wenig Handkarten habe, lohnt es sich wahrscheinlich nicht, die zu behalten, und ausspielen möchte ich sie für 4 Kosten auch nicht. Die Karte möchte ich erst haben, wenn ich wirklich schon 2, besser 3 oder 4 von diesen Interface-Karten draußen habe. Dann ist die wirklich richtig gut. Also es kann sein, dass ihr auch Partien habt, wo ihr die einfach nicht ausspielt. Spielen werdet. Dann kommen wir zu den Schutzkarten, und zwar geht es da los mit Spider-Man Noir. Der, ne, kostet auch 3, hat eben 3 Lebenspunkte, hat hier so ein X. Bei ihm ist es so, immer wenn vom Schurkenstapel eine Verratskarte aufgedeckt wird, dann wird die ganz normal abgehandelt, ne, der Effekt findet ganz normal statt, aber danach wird die hier quasi angehangen, das kann man bis zu 3-mal machen, und pro Verratskarte, die Spider-Man Noir gecatcht hat, hat er halt plus 1 Widerstand und plus 1 Angriff. Das ist natürlich auch gerade in den Fällen gut, wo ihr durch Schurkendeck schon durch seid und wisst, okay, na, jetzt können irgendwelche Verratskarten kommen, die uns richtig hart killen können. Wenn ihr wisst, die sind hier drunter, dann wisst ihr einfach, solange Spider-Man Noir da ist, werdet ihr diese Karten nicht ziehen können. Das gibt einem auf jeden Fall ein bisschen Planungssicherheit. Und dann ein super cooler Verbündeter, wie ich persönlich finde, ist Daredevil. Der kann nämlich einfach so Schergen aus dem Spiel nehmen und tötet die mit der Zeit von alleine. Na, wenn er Widerstand leistet, bekommt er 2 Schaden, beim Angriff bekommt er 1 Schaden. Die Werte sind jetzt noch gar nicht so berauschend, er hat 3 Leben, das ist ganz gut. Aber immer, wenn er Schaden bekommt vom Gegner, ne, also wenn er irgendwie auf ihn eingehauen wurde, dann kommt 1 Schaden von ihm wieder runter auf den Gegner, der ihn angegriffen hat. Das heißt, wenn ihr so Minions habt, die nur 1 Schaden machen, wenn sie angreifen, könnt ihr einfach sagen, hier, Daredevil, du kümmerst dich darum, ne, macht 1 Schaden und dann geht er sofort wieder zurück. Es ist nicht nur Gegenschlag, weil es ist ja nicht so, dass er den Schaden bekommt und einen Schaden auf den Gegner macht. Nee, er nimmt den Schaden von sich wirklich runter und tut ihn auf den Gegner. Das heißt, er heilt sich auch gleichzeitig noch. Also auch, wie ich finde, eine gute, interessante Karte. Dann haben wir hier
Fip Fip. Die ist auch super interessant, weil da kann ich einfach einfach einem Charakter, so einem Web Warrior Charakter, einfach einen Schaden zufügen und dann darf ich zwei Betäubt-Karten entweder auf einen Gegner packen oder auf zwei Gegner verteilen. Und das kann auch richtig mächtig sein. Mit einem Schaden kommt man in der Regel klar. Die Karte gibt es auch insgesamt dreimal im Deck, also wirklich echt gut. Dann haben wir hier die Karte Spinnenklingen. Auch die ist immer in der richtigen Situation ganz gut. Und zwar ist es da, wenn man eine Begegnungskarte aufdecken würde und man so einen Web-Warrior-Charakter hat, dann kann man halt einfach einen Schaden dem zufügen. Und wenn das eine Verratskarte ist, dann wird die nicht abgehandelt. Auch da kann es halt sein, dass ihr besonders kritische Situationen habt, wo ihr wisst, jetzt könnte uns eine Verratskarte killen. Auch das könnt ihr damit aus dem Spiel nehmen, würdet halt Schaden bekommen. Aber mit Schaden kann man ja immer irgendwie umgehen. Auch die Karte haben wir hier dreimal im Deck. Dann haben wir hier noch so eine normale Standardkarte, das ist die Energiebarriere, da kommen einfach drei Marker drauf und immer wenn man halt Schaden bekommen würde aus irgendeiner Quelle, dann entfernt man einen Reflexionsmarker und gibt dann eben, kriegt einen Schaden weniger und fügt einem Gegner einen Schaden zu. Auch diese Karte gibt es dreimal im Deck, ja, die ist okay, die nimmt man gerne mit, auch damit kann man irgendwie Minions oder Gegner nach und nach killen, ist jetzt aber nicht so super mächtig und ähnlich ist es hier beim Kraftfeldgenerator, wenn man die Karte ausspielt für drei Kosten, dann legt man da 6 Energiemarker drauf und man darf eben auch nur eine pro Spieler davon haben und das ist halt so, immer wenn man Schaden aus egal welcher Quelle bekommt, dann legt man halt dementsprechend viele Energiemarker hier ab und verhindert dann damit den Schaden, das heißt man kann auch nicht steuern, welchen Schaden man jetzt verhindert oder so, auch die gibt es dreimal im Deck. Für mich jetzt persönlich auch eher so eine Karte, wo ich mal gucken muss, wann man die benutzen kann, habe ich bisher noch nicht so oft ausgespielt. Dann haben wir hier die Karte Umfunktionieren und die ist auch ganz spannend. Damit kann man halt ein Tech-Upgrade ablegen, das kommt dann weg. Man kann seinen Helden wieder spielbereit machen und darf halt aussuchen, Widerstand, Angriff oder Verteidigung und der Held bekommt dann bis zum Ende der Runde die entsprechenden Kosten des Upgrades, das man abgelegt hat, als Pluswert dazu. Also das kann auch wieder situativ sein, aber halt damit kann man richtig viel Schaden rausballern. Gerade weil ihr gesehen habt, es gibt so 2-3 Karten, mit denen man seinen Helden wieder spielbereit machen kann. Diese Karte kostet nichts und auch diese Karte gibt es dreimal im Deck. Wenn ihr die irgendwie 1, 2, vielleicht sogar dreimal auf der Hand habt und ihr habt vielleicht sogar einen Helden schon abgegradet, dass er irgendwie mehr Schaden machen kann, ihr habt auch viele Upgrades raus, dann könnt ihr damit halt irgendwie 12 Schaden teilweise sogar rausholen oder wie ihr, je nachdem wie ihr euch euer Deck gebaut habt, vielleicht sogar noch mehr. Also auch da gibt es durchaus interessante Anwendungsmöglichkeiten. Das waren dann alle Schutzkarten, die wir hier drin haben. Dann haben wir hier noch eine Karte, die auch so, was ich gehört habe, für Hulk ganz gut sein soll. Da kann man auch spielen, Upgrade, die Unverwüstlich-Karte und die darf man nur spielen, wenn ein Held mindestens 14 Lebenspunkte hat und das ist natürlich auch eine Besonderheit, die hier in dem Fall Penny Parker mit ihrem Spider-Anzug hat, hat eben auch 14 Lebenspunkte, das ist schon richtig viel und wenn man dieses Upgrade aktiv hat, dann ist man erst bei 2 Betäubt-Karten oder bei 2 Verwirrt-Karten eben wirklich von diesem Zustand betroffen. Auch diese Karte haben wir insgesamt dreimal im Deck. Dann gibt es noch die grenzenlose Ausdauer. Auch die gilt wieder nur, wenn man einen Helden hat, der mindestens 14 Lebenspunkte hat. Und da kann ich einfach für eine Ressource einen Helden wieder spielbereit machen. Das kann natürlich auch mega gut sein. Und auch diese Karte haben wir wieder dreimal im Deck. Dann gibt es auch hier noch Verbündete. Und zwar haben wir hier einmal Spider-Man in der Otto Octavius Version. Wenn man den gespielt hat, kann man einfach ein Upgrade unter seiner Kontrolle wieder spielbereit machen. Wenn es ein Tech-Upgrade war, zieht man eine Karte, kriegt auch gleich wieder, also wenn der einmal angreift, ist der quasi kaputt. Habe ich auch noch nicht so den richtig guten Nutzen für gefunden. Kann situativ mal ganz hilfreich sein, um vielleicht auch den Schaden irgendwie abzupuffern, aber ist jetzt auch nicht so meine Favoritenkarte. Und dann gibt es auch noch das Spider-Ham, das gleiche, oder das Deck vom Spider-Ham ist ja auch gleichzeitig mit Spider rausgekommen. Und der ist halt ganz interessant, der kann Widerstand leisten, der kann angreifen, da ist aber kein Stern drunter, aber also nicht so ein Schadenstern, aber hier ist ein kleiner Anmerkungsstern. Und da steht einfach hier, immer wenn der eins von beiden Sachen gemacht hat, Widerstand geleistet oder angreifen, dann wird einfach eine Karte vom Boss-Deck gezogen. Dann guckt man, was da für Boost-Symbole drauf sind und dementsprechend viel Schaden bekommt er. Das heißt, es kann sein, dass ihr 2, 3, 4 Mal mit dem angreift und ihr habt kein einziges Boost-Symbol auf den Karten drauf. Der hält also ewig durch. Oder es kann sein, dass ihr sofort 2 Schaden bekommt, vielleicht sogar je nach Deck 3 Schaden. Dann ist er halt da und gleich wieder weg. Der kann quasi ein Lebensretter sein, wird aber den meisten Spielern sicher zu zufällig sein. Dann haben wir hier eben auch die Verpflichtung. Das ist einfach so eine Standardverpflichtung. Kriegt dann eben auch Penny Parker und dann muss man entweder Penny Parker erschöpfen oder halt eine von ihren wichtigen Karten, sprich das Interface, ablegen.
das kennen wir auch, das ist ja nicht schlimm, oftmals wird man einfach wahrscheinlich Penny Parker erschöpfen, mal will man vielleicht auch dann die Karte einfach komplett aus dem Deck haben, damit die halt für immer raus ist. Dann gibt es natürlich auch Erzfeindkarten, und zwar ist das hier ein Riesenmonster-Angriff, ne, mit einem entsprechenden Symbol, hier kommen halt gleich 4 Bedrohungen drauf, und immer wenn man halt Widerstand gegen den Plan leisten will, muss man außerdem noch so eine Blitzressource abgeben, ne? Das ist natürlich sehr nervig, außerdem haben wir hier noch Morbius, der ist auch super eklig, ne, hat 6 Lebenspunkte und immer wenn man halt Ressourcen erzeugt, dann bekommt man dementsprechend 4 Schaden. Und das ist ja eine von den Spezialfähigkeiten von Spider, dass der einfach in seinem Zug echt gut Ressourcen erzeugen kann. Hiermit wird das ganz schön Aua. Den will man dann also schnell weg haben und hoffen, dass man schon gut aufgebaut ist. Dann gibt es hier so Karten Energieverlust, ne, auch Erzfeindkarten, und da ist einfach, je nachdem welcher Form man sich befindet, sind das halt Verratskarten. Entweder man bekommt 3 Schaden, wenn man nicht die Blitzsymbole ausgeben kann, oder man muss seine Identität erschöpfen, wenn man nicht 2 Blitzsymbole abgeben kann. Und auch diese Karte gibt es hier halt noch 3-mal drin. Das waren dann einmal alle Karten, die wir hier so im Standarddeck haben. Das ist ja die Shopkarte. Danach kommen noch immer einige interessante andere Karten, die man dann für andere Decks oder auch für diesen Helden benutzen kann. Und da haben wir hier die Karte Klare Bestimmung. Und das ist auch jetzt hier so eine Karte, die hängt man einfach an einen befreundeten Charakter an. Jeder Charakter kann nur eine Karte haben und man kann dann diese Karte erschöpfen und einen Schaden zufügen, um eine Joker-Ressource zu erzeugen. Auch das gut, mit Schaden kann man in der Regel irgendwie umgehen, oder es ist gar nicht so schlimm, wenn ein Sidekick das bekommt, weil ich da mit der einen Ressource vielleicht eine super tolle Karte ausspielen kann. Auch die haben wir hier wieder 3-mal im Deck. Und dann finde ich auch noch sehr spannend, dass wir hier noch ein weiteres Set aus 8 Karten haben, ne, dass man einfach in einen Gegner reinmischen kann. Hier ist es halt Diebstahl im großen Stil, ne, hat eben auch hier 4 Bedrohungen aus dem Ausrufezeichen. Und solange ein krimineller Schergen im Spiel ist, kann man von dem Plan keine Bedrohung entfernen. Dementsprechend haben wir hier noch, ne, so Karten wie zum Beispiel Bombshell. Da wird einfach der Schaden gleichmäßig auf alle Charaktere, die der angegriffene Spieler kontrolliert, aufgedeckt. Oder als Boost-Effekt wird einfach jedem Spieler ein indirekter Schaden zugefügt. Und jeder Charakter wird dann eben erschöpft. Das ist also richtig hart. Dann gibt es hier eben Elektro. Und das ist jetzt eben zum Beispiel so ein Krimineller, bekommt plus 1 Lebenspunkt für jede Blitzkarte, die da rangehangen ist. Und immer wenn dann ein Kampf verwickelt wurde oder gegen einen aktiviert worden ist, dann muss man halt eine Karte mit der entsprechenden Ressource von der Hand ablegen. Und ne, wenn der aktiviert wird, hat man ja meistens nachgezogen, kann das gar nicht so gut kontrollieren. Den will man also auch richtig schnell weghaben. Ne, der Hobo-Goblin macht auch variablen Schaden. Ne, der hat 2 Angriff, heißt aber einfach, da werden dann eben 2 Karten vom Beginnungsdeck abgelegt und dann bekommt man halt so viel indirekten Schaden, wie da Boost-Symbole drauf sind. Funktioniert also so ein bisschen ähnlich wie das Spider-Ham vorhin. Ne, Iron Spider ist eben auch ein Krimineller wieder, hat einen 2er Angriff und der hat Patrouille. Das heißt, solange der da ist, können wir nicht irgendwie Widerstand gegen Plan leisten. Hat Vergeltung, Wache, Zähigkeit, das sind ja auch alles Fähigkeiten, die wir schon kennen. Und er hat einfach Overkill und eben auch 3 Boost-Symbole, das ist schon richtig gemein. Ne, bei Sandman spielt die Zahl 7 eine große Rolle, er hat 7 Lebenspunkte und wenn er durch einen Angriff wie viel Schaden auch immer bekommen hat, dann legt man einfach 7 Karten des Begegnungsdecks ab. Das ist also auch ja nicht immer zwingend so richtig gut. Und Spot sollte man nicht exakt besiegen, wenn man ihm genau 4 Schadenspunkte macht, wird er wieder ins Deck gemischt, nur wenn man ihn mit überschüssigem Schaden besiegt, dann kommt er wirklich für immer aus dem Spiel. Naja, und Anstieg der Kriminalität ist eine Umgebung, die das Schlüsselwort Nachrüsten hat und jeder krimineller Scherge, der im Spiel ist, bekommt einfach nochmal Nachrüsten. Das kann also auch echt ganz schön bitter sein. Und so sehe einfach dann ein sehr gut ausgebauter Spider aus, ne, der hier einfach seine beiden Charakterfähigkeiten hat, der alle seine Interface-Karten draußen hat, der jetzt eben durch diese Fähigkeit, wenn er halt irgendeine Karte ausspielen möchte, zum Beispiel eben den guten Venom hier, dann könnte er jetzt einfach diese Karte erschöpfen, diese Karte erschöpfen, diese Karte erschöpfen und diese Karte hier erschöpfen oder auch zum Beispiel die, wenn er diese Runde nochmal angreifen will und könnte die da behalten, ne, dann werden die hier alle erschöpft und jetzt hätte er einfach damit dementsprechend die Ressourcen generiert, die da draufstehen, würde damit jetzt Venom ausspielen, würde damit dann eben 4 Marker da drauflegen, würde dann 5 Angriff oder 5 Widerstand leisten können. Hier mit der Karte könnte er einfach Karten nachziehen. Hiermit, ne, hat er nochmal so Lebenspunkte, die er sich wieder generieren kann. Mit hier Daredevil, ne, kann er irgendwie Minions tanken, die sich dann von alleine platt machen. Mit dieser Superkraft kann er, wenn er möchte, Schaden nehmen, bevor eine Karte vom Bedrohungsdeck aufgedeckt wird, um damit Verratskarten zu ignorieren. Hiermit kann er mehr von den betäubt oder verwirrt Karten aufdecken. Und wie gesagt, das wäre jetzt hier natürlich, ne, das die krasseste Ausbauform, wobei natürlich noch ein paar mehr von
von den Karten gehen, die hier noch im Schutzdeck sind. Da gibt es ja auch einiges dabei, was noch sehr interessant ist, wie hier zum Beispiel diesen Kraftfeldgenerator, wenn man dafür dann eben die Ressourcen und aber auch die Karten hat, weil dadurch, dass wir eben auch hier in der Form haben wir eben nur ein Handkartenlimit von 3, in der Alter Ego-Form nur ein Handkartenlimit von 4. Man kommt relativ schwer durch sein Deck durch. Es gibt zwar Möglichkeiten, Karten zu ziehen und auch hiermit irgendwie zu hantieren. Theoretisch, so wie ich die Regeln verstehe, müsste es auch durchaus möglich sein, dass ich sage, ich greife hier mit Spider dem Anzug an, ne, erschöpfe die Karte und dann wechsle ich meine Identität, drehe die Karten um. Sie sollten dann in dem Zustand bleiben und dann könnte ich mich eben noch erholen und ja, kann da natürlich schon relativ viel mitmachen. Dementsprechend könnte ich dann auch nächste Runde zuerst sagen, ich erhole mich und dann, ne, wird hier wieder die Karte aufgedeckt und kann ich das Ganze noch benutzen, weil ich habe hier nirgendwo auch in den Regeln nicht gelesen, dass man irgendwie dann die Karten irgendwie ja, dementsprechend anpasst oder so. Man dreht sie eben einfach nur um. Damit gehe ich davon aus, dass sie in dem Zustand bleiben, in dem sie sind, wobei hier nochmal extra draufsteht, ne? Schadensmarker und alle anderen Marker werden halt von dieser Karte auf die entsprechende andere Karte gelegt, aber dass die Karten hier dann jeweils ihren Zustand wechseln, da steht da eben nicht. Also schon ein interessantes Deck, das sehr viel Spaß zu spielen macht, dieses Ressourcenmanagement, eben auch gucken, was hier von erschöpfe ich jetzt. Da muss man seine Runde auch schon gut durchplanen, damit man nicht auf einmal irgendwie hier was erschöpft hat, was man diese Runde eigentlich doch noch dringend mal benutzen wollte. Und ja, jetzt habt ihr einmal einen Überblick bekommen über das Marvel Champions Heldenpack Spider. Ich hoffe, es war interessant und hilfreich für euch. Wenn ihr mehr Content von Marvel Champions sehen wollt, wenn ihr mehr Heldenpack-Rezensionen, mehr von den Kampagnenboxen, mehr von was auch immer sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar unter das Video und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Das war's von mir. Bis bald und tschüss.